Hi, ich bin's Kira. Der neue Boss ist schon vor Ort. Wir müssen jetzt los. Ich melde mich wieder, wenn wir da sind. Gut, Leute. Tag 1 vom Horizon Australia. Diese Autos müssen zum Festivalgelände in Byron Bay. Hergehört Australien, hier Scott live auf Horizon Radio. Wir sind um die halbe Welt gereist. Ich kann's kaum fassen, dass wir jetzt endlich da sind. Wenn ich so aus dem Fenster schaue, sehe ich Strände, das glaubt ihr gar nicht. Hier ist alles flach und die breiten leeren Straßen warten nur darauf, dass man darauf derbe abcruist. Die nennen das hier Down Under, aber wie man bei so viel Sonne und Strand je down sein könnte, ist mir ein Rätsel. Hier gibt es schnelle Karren. Sommer pur, Hammerrennen, heiße Tage, noch heißere Nächte. Verbranntes Gummi, wilde Partys und echt seltsame Viecher. Ernsthaft, Leute, das dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Also, auf die Tube getreten. Willkommen in Australien, wo dieses Jahr das größte, beste, durchgedrehteste Horizon Festival aller Zeiten stattfinden wird. Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zur Forza Horizon 3 Demo. So, bevor ich hier irgendwas mache, muss ich erstmal hier kurz den ganzen Sound mal runterstellen. Das ist alles extremst zu laut. Ich höre sonst auf meinem Kopfhörer ein bisschen zu viel und das ist alles zu extremst. So, okay. Got it. So, wollen wir mal gucken, was jetzt geht mit dieser Demo. Ich freue mich extrem drauf. Let's go, let's rock. Ich hier durch. Ups. Ah, bis angeschoben, mal Bumping is Racing. Ah! Nein. Get the fuck out of my way! Hey, pass auf! Aus dem Weg! Ich hab hier 800 Pferdchen und keine Angst, sie einzusetzen! Eine Bremsenüberholung, Warren. Wie krass ist das denn? Ich hab dir das Ding für eine Bremsenüberholung dagelassen. Oh, hey Kira, was meinst du? Irgendwas mit Bremsen? Alter, wo bin ich? Bei die Great Ocean Road nach Byron. Alter, wo zur Hölle? Ich kam irgendwie voll schief an. Ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Sprich mir, dass du keine Dummheiten machst. Da konnte ich jetzt überhaupt nichts mehr retten. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich bin. Ah, wir reißen das schon mit meinem Monster Energy Truck. Also geht doch einfach weg, ich hab sowieso keine Chance. Ja, sauber, sieht alles gut aus. Ah, das ist geil, Alter. Das Zeug ist schon wieder mega geil. So. Ah, no problem. Ah, Musik passt auch wieder. Ah, das ist geil.
Oh, ich muss erstmal wieder reinkommen in dieses ganze Spiel und von mir extremst. Das wird wieder geil. Fotoboss, wärst du so frei? Oh hell yeah, of course, no problem. Sieht eigentlich alles scheiße aus irgendwie. Obwohl, das könnte eher ich sein. Yeah. Gut, und wie soll ich dich nennen? Oh ja, perfekt. Super, dann also Carlos? Ganz genau, so heiße ich. Du weißt, wer ich bin, das ist schon mal sehr gut. Hallo Carlos, was hältst du von der Location? Noch macht es nicht viel her, aber diesen Sommer wirst du hier alles in das größte Horizon Festival aller Zeiten verwandeln. Ein großartiges Team sorgt dafür, dass auf dem Festival alles rund läuft. Aber alles andere liegt an dir. Du entscheidest über Rennen, Musik und Fahrer. Das ist dein Festival. Wieso muss ich darüber entscheiden? Ich weiß, du bist gerade erst angekommen, aber die erste Veranstaltung beginnt in wenigen Minuten und du hast einen Logenplatz. Ich will driven, ich will Gas geben. Aber ich habe so Bock drauf, muss ich zugeben. Ich habe wirklich so mega Bock drauf. Bei der Eröffnung wirst du dir im Buggy mit diesem Jeep ein Rennen liefern. Fangen wir mit etwas Einfachem an. So kannst du dich etwas locker machen. Ich sagte einfach, nicht langweilig. Ach, das kenne ich aus der Demo. Ja, das kenne ich ja. Aus der Presentation. Boah, dann wollen wir mal. Warte, hey, pass auf die Bäume auf! Das ist so geil, Alter, leck mich halt am Arsch. Perfekt, alles sehr gut. Wo bin ich? Diese Häuser sind bewohnt, sei vorsichtig! Ah, das ist geil, Leute. Also einfach mega Laune. Ah! Shit! Mein Fehler. Der kann teuer werden. Ah, shit. Links, das andere links. Pass auf die. Ah! Was ist das Problem, Bruder?
78% haben wir. Boah, das ist krass, Alter. Haben wir. Talk to you. Okay, Warren. Der Pilot gibt grünes Licht. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Okay, da ist die Ziellinie. Löst den Wagen. Not even if you back, homie. Was für ein phänomenaler Partyauftakt. Wenn du weiter so schnell neue Fans gewinnst, müssen wir uns Gedanken um eine Festivalerweiterung machen. Warum nicht? Ich liebe das. Boss, das war unglaublich. Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir für Horizon Australia geplant haben. Also, was meinst du? Bist du dabei? Natürlich bin ich dabei, ab dem 23. September. Was glaubt ihr denn? Was für ein Rennen. Gar nicht übel, Boss. Ich bin Warren, der Schrauber vom Dienst. Du hast zwar ein Festival zu leiten und Rennen zu gewinnen, aber die Garage ist mein Reich. Mit Autoproblemen jeder Art kommst du besser zu mir. Ach, und eins noch. Kira empfiehlt den Centenario für diese Fahrt. Oh, sexy. Ich muss dir noch ein paar Aussagen aus dem, hier. Wir laden jetzt einige wirklich bekannte und hochkarätige Fahrer zum Festival ein. Viele von ihnen träumen davon, mal in der Startaufstellung neben dir zu stehen. Das sollen sie haben. Auf einen der Fahrer habe ich bereits ein Auge geworfen. Finde ihn und schlage ihn in einem Rennen. Dann bringen wir seinen Driver-Tab zum Festival. No big deal. Ich muss, glaube ich, hier, ne? Zu dem Gebiet berechnet, in dem sich der Driver-Tar aufhält. Oh, ich liebe, wie du den Namen Carlos sagst. Ich liebe das. Was für eine tolle Eröffnung eines Horizon-Festivals. Ja, ich muss noch ein paar so Aussagen relativieren. Und zwar, wir teilen voll 2 kein Projekt auf der PS4 Neo werden. Ich mein schöner Wagen. Das ist völliger Blödsinn, was ich gesagt habe. Leute, also sag mal hallo. Wir schneiden uns schon mal an und sind bereit für. Boah, der Wagen ist geil. Du hast das Adrenalin, ich hab die Songs und Horizon hat den Spaß. Mehr Tracks wie diesen hört ihr nur auf Pause. Das ist völliger Blödsinn nämlich. Das wird Titanfall kann eher am PS4-Projekt werden, weil zu dem Zeitpunkt, wo Titanfall jetzt draußen ist, gibt es die PS4 noch gar nicht. Kommt die erst Mitte November oder sowas. Kilometer. Ah, das ist geil, einfach so cruisen. Macht mega Laune einfach. So, liebe Leute, nichtsdestotrotz, ne, doch, ein bisschen weiter geht's noch. Da ist er ja. Fordere ihn zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen heraus. Okay, wo muss ich hin? Ach so. Ich wusste gerade überhaupt nicht, was Sache ist. Boah, ich muss doch mit in die Folge mit rein. Scheiß drauf. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Ja, ich krieg dir noch keine Sorge. Don't worry, guys. Schlechter Auftakt. Rechts halten. In 400 Metern links halten. Links halten. Mehr kannst du nicht? You need me, you need me. Ich werde gleich irgendwo stark abbremsen, bis ich da schon komme. Need me!
Ah, ich wusste es. Gut gemacht. Jetzt füge ihn deiner Aufstellung hinzu. No problem. Je erfolgreicher die Fahrer sind, die du deiner Aufstellung hinzufügst, desto mehr Fans locken wir zum Festival. Ich gebe Bescheid, sobald wir einen neuen Kandidaten entdecken. Okay, I got this. So, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von Forza Horizon 3, der Demo. Bis dahin, haut rein und tschüss.